Hallo Wildkamerafreunde, seid gespannt, das ist ein ganz kurzer Spoiler. Wir sehen hier Aufnahmen meines Neuerwerbs, das ist eine Browning Spec Ops Elite HB4. Das ist eigentlich eine Kamera aus dem letzten oder vorletzten Jahr, aber die Qualität dieser Kamera hat mich eigentlich schon länger überzeugt. Und sie hat einen Vorteil, sie zoomt das Ganze etwas, das hilft mir sehr. So, hallo Freunde. Ich sitze 1,50 Meter von meinem Neuerwerb. Das ist eine Spec Ops, eine Browning Spec Ops, das heißt, sie hat dunkles, nicht sichtbares LED-Licht. Und sie macht zwar nur Full HD, aber ihr seht ja die Qualität. Ich wäre froh, meine 4K-Kameras würden das leisten. Und das Spezielle ist, sie zoomt das Ganze ein bisschen. Und ich habe diese Kamera kennengelernt bei Massimo, einem Italiener, der einen der besten Tierfilme überhaupt im letzten Jahr ins Netz gestellt hat. Ja, und das ist der wirklich sehenswerte Film Uerne sulle tracce dei lupi von Massimo, den ich im Text nochmal verlinke. Und hier geht es um Bären und um Wölfe, aufgenommen über ein Jahr lang in den italienischen Bergen. Und zwar mit dieser Kamera der Spec Ops Elite HP4. Also dem Vorgängermodell von dem HP5. Den verlinke ich nochmal unten. So, und das kommt, ist mein Hund, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Er muss natürlich immer erst überlegen, ob er das machen soll, was ich sage. Gut. Ihr werdet bald mehr sehen von der Spec Ops Elite HB4. Und diese Aufnahme, die ich heute mit euch teile, ist meine allererste Aufnahme mit der Kamera. Das mache ich immer, um zu sehen, funktioniert alles. Und was ich sehe, macht mich doch sehr zufrieden. Diese Full-HD-Auflösung ist ausgezeichnet. Die Auslösung generell, die Triggerzeit, scheint in Ordnung zu sein. Der Ton passt. Ja, der alte Mann kommt jetzt nicht hoch. Das Knie macht immer noch Probleme, aber was soll's. Und was auch funktioniert, ist die verlängerte Videoeinstellung. Also dieses Feature, was sich Smart Video nennt und so lange aufnimmt, wie Bewegung vor der Kamera ist.